Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Session von Tomb Raider. Ich wollte zuletzt das Relikt holen, das mache ich jetzt mal mit euch zusammen. Ich bin nochmal die Kletterwand hoch und konnte hier herüberspringen. Und man sieht auch schon da hinten dieses Dingens, das zünde ich mal an. Das plumpst jetzt runter, dann können wir uns das Bergungsgut dann noch holen. Aber jetzt kletter ich da erstmal rüber, denn da hinten wird ein schönes Reliktchen sein. Das will ich mir nicht entgehen lassen, wenn das hier schon so einfach vor der Nase ist. Ne? So, der ist weggeflogen, den hätte ich sonst auch nochmal mitgenommen. Und da haben wir sie auch schon. Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Mhm. Schön, okay, aber sie sagt auch nichts mehr dazu. Jedenfalls haben wir jetzt ein Relikt mehr als vor. Das ist doch toll. Einer von drei Dolchen. Tja, da müssten wir noch mal ein bisschen gucken, dass wir die nächsten auch noch mal finden. Vielleicht könnte ich die ja direkt schon mal hier anvisieren oder so. Nee, kann ich leider nicht. Oh, was habe ich hier vergessen? Geo. Ein Geo ist ja nicht so schlimm. Visiere ich mal hier die nächste Reliquie an, würde ich sagen. Und dann gehen wir hier runter. Dann wieder rüber. Hier habe ich den schon angeschossen. Und dann können wir damit in die Front. Das letzte Mal bin ich einfach runter, ohne die Reliquie geholt zu haben. Das ist natürlich nicht so schlau. Dann bitte. Hallo? Da soll ich dann als nächstes hin. Okay. Wenn der hier schon so vor mir steht, der Hirsch, dann tut mir leid, knall ich den ab. Mit einem Feuerpfeil. Ich weiß es nicht. So. Wieder ein bisschen EP mehr. Ach Mensch, wo war denn hier? Ich wollte doch noch das Bergungsgut holen. Jetzt habe ich den... Da kann ich auch noch, merke ich gerade. Ist ja egal, welchen zuerst. Wir holen uns einfach überall, wo wir können. Ich muss die andere Kiste auch noch finden. Ist das die andere Kiste? Ja. Das ist ja praktisch. Dann habe ich ja gleich beide auf einmal. Cool. Yay. Was haben wir hier oben? Aha, da ist auch noch irgendwas. Sieht aus wie ein Grab oder so. Wie komme ich da hin? Ach so, alles schon voll. Was ist denn hier? Hä? Okay. Was war das jetzt für eine Aktion? Kann ich das nochmal machen? Irgendwie hätte ich da wohl irgendwie abspringen müssen. Ich will das nochmal. Ich will nochmal rutschen. Hallo. Da muss ich mich mit dem Kletterding festhalten. Jawoll, hoch mit dir. Da hinten leuchtet auch was. Hier müssen wir rechts rüber. Ich lasse mir nichts entgehen. Cool. Ein Geo oder was? Jawoll. Das war's aber hier, oder? Nanü? Okay, den Geo habe ich dann schon mal, aber... Ah, okay. Moment, dann hätte ich hier auch noch einen. Ja, belassen wir es mal einfach. Wenn ich das Relikt finde, müsste ich eigentlich auch den Geo finden. Was da vorne ist, wie komme ich da denn jetzt hin? Wie kann ich hier hochklettern? Hätte ich da an der Wand noch weiter hochklettern können, oder wie? Wie komme ich da hoch? Da hinten leuchtet es auch. Da will ich auch hin. Wie komme ich hier überall hin? Hm.
Ich kann es ja nirgendwo festmachen. Ja, zieh den Baum runter. Ja, genau. Tolle Idee. Also hier komme ich nicht weiter. Vielleicht hätte ich da an der Wand oder so. Ich glaube aber eher nicht. Hier springen geht nicht. Kann ich hier irgendwie... Ich sehe gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss hier wieder raus. Ich muss irgendwie einen anderen Weg nach oben noch finden. Ich düdel jetzt hier mal im Bergwald so ein bisschen rum, einfach weil es muss auch mal diese ruhigen Momente geben, finde ich. Und ich möchte natürlich die Dinge auch mitnehmen hier, wenn ich schon mal hier bin. Dann muss ich nicht nochmal zurücklaufen, das wäre sehr doof. Ich muss nur jetzt einen Weg nach oben finden. Und wenn ich einfach hier so hochkletter, ich meine, ich komme da ja irgendwie her, aber, oder? Sieht das nur so aus wie gerade eben? War ich da doch noch nicht. Huch, fast runter geplumpst. Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Tja, das weiß man nicht, aber ich meine, eigentlich müsste Lara am Ende ganz schön viel Geld haben für all die schönen Dinge, die sie hier schon gefunden hat und eingesammelt hat. Das war das zweite Relikt. Jetzt müsste es hier aber eigentlich direkt vor meiner Nase irgendwo ein Geo geben. Wo ist denn das? Ist das hier unter mir irgendwie? Und ich sehe es nur gerade nicht. Das müsste irgendwie voll unter mir sein. Ja, ich gehe einfach mal hier ganz blöde runter. Liegt es hier irgendwie? Ist da irgendwie hinter? Der liegt hier. Bist du hier? Jawohl. Okay, mitten im Wasser. Ich glaube, ohne diesen blauen Hilfsweg da, keine Ahnung. Also dann, ohne das weiß ich nicht, wie man das finden soll. So, folgen wir weiter dem Pfad. Denn wo man noch kein Geo eingesammelt hat, da war man meistens halt auch noch nicht. Das ist immer eine ganz gute Hilfe, finde ich. Ja, ich nehme mal an, da oben war ich nämlich auch noch nicht. Was liegt denn hier? Hab ich den getötet? Nee, der wurde von einem Tier oder so. Ich soll also wieder nach oben kommen. Oder kann ich das hier einfach einreißen? Oder wie läuft das jetzt hier? Okay, ich kann es kaputt machen. Halb kaputt machen. Natürlich bricht es nicht ganz zusammen, sondern nur so, dass wir raufklettern können. Genau. Jetzt müssen wir uns ganz geschickt hier darüber fallen lassen, damit sie sich da dran festhält. Und dann kriegen wir unser Bergungsgut. Das ist toll. Was wollte ich jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt? Da hinten ist die Kletterwand, da waren wir schon. Kommen hier ganz durcheinander. Ich glaube, da ganz oben müssen wir auch noch hin. Da wollte ich hin, okay. Ach, ich kann da einfach rüberklettern. Ach so. So, Bein gebrochen, mal eben beim Sprung. Aha. Okay. So, dann habe ich die ja wohl langsam mal, oder? Hier die eine Reliquie müsste ich nochmal einsammeln.
La 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 la. Reliquien, Dings, Jägerin, Lara, in Action. Komme ich da denn überhaupt nochmal hin? Ja klar, müsste ich doch, wenn ich zum Lager will. Aber hier durchs Gebüsch kann ich jetzt nicht mehr. Was mache ich dann? Wie komme ich wieder zurück? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir herkommen. Da müsste ich jedenfalls nochmal hin, weil da wäre noch eine Reliquie gewesen. Ich habe sie anscheinend übersehen. Hier? Ja, hier. Hier komme ich her. Lalalala. Wo bist du? Blaues Ding. Und dann renne ich zielgerichtet wieder zurück. Es waren jetzt 10 Minuten Umsucherei für Krimskrams. Ist okay, oder? Kann man verschmerzen. Ja, voll übersehen. Schade. Modern, wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Die goldene Karpfengravur sollte einen Kontrast zu der schwarzen Lackierung bilden. Blutflecken. Jemand hat dieses Messer vor kurzem benutzt. Also jetzt hat sie das Messer rausgeholt, hat sich es genauer angesehen und tada. Und wir haben endlich mal drei Sachen, drei Reliquien gefunden. Zeremonieller japanischer Dolch. Der hier ist relativ modern, wahrscheinlich 18. Jahrhundert und so weiter. Okay, das ist ja toll, wenigstens mal an einem Ort drei Sachen gefunden. Eigentlich müsste man noch mehr finden. Naja, was soll's. Dich töten? Okay. Krieg ich dafür eine Dings langsamer? Ich müsste doch 10 Mal getötet haben hier. Vögel, Mäuse, was weiß ich nicht was. Oder ich habe die Errungenschaft schon und habe es nicht mitgekriegt. Ich weiß auch nicht. So. Haha! So, ein Fähigkeitspunkt, den wir verteilen können. Plünderung. Klettergewandtheit. Machen wir das mal. Jetzt können wir besser klettern. Yay, drücken Sie nach einer harten Landung B, um den Schaden zu verringern. Außerdem wird die Klettergeschwindigkeit erhöht. So, das können wir jetzt auch, weil wir ganz toll sind. Und unsere Ausrüstung, gibt es da vielleicht auch irgendwas zu verbessern, wäre auch schön. Momentchen. Habe ich schon gemacht, achso. Hab das Häkchen nicht gesehen. Da habe ich auch schon alles gemacht. Ach Manu, und hier fehlen uns einfach noch ein paar Punkte. Dann hätte ich das auch. Ja, gut. Dann gut. Erledigt. Und los geht's. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, es war jetzt nicht so schlimm für euch, kurz mal einmal innezuhalten. Gut. Jetzt laufe ich schnell wieder zurück. Hier ist aber auch nichts mehr, ne? Dann wäre es mir doch angezeigt worden. Hä? 3 Pfeile und der hat immer noch gestanden. So, ein Häschen noch mitgenommen. Das arme Häschen. Was ich gar nicht in echt töten wollen würde. Ich mag kleine Häschen nämlich. Wer nicht? Wer mag keine Häschen? Häschen sind voll unschuldig. Die tun mir auch immer ein bisschen leid. Die können gar nichts. Also ich meine, die haben jetzt ein paar kleine Beißzähnchen, aber so Kaninchen und Hasen und so, die können sich auch irgendwie gar nicht wirklich wehren. Das sind echt voll die Opfertiere. Nur mal kurz hier stehen geblieben. Es gibt ja auch schnelle Reise. Das werde ich dann später machen. Und dann vielleicht nochmal, oder am Ende des Spiels oder so, wenn ich kann, dann vielleicht nochmal ein paar Sachen einsammeln mit euch, die ich vorher nicht gesehen habe. Die ich vergessen habe einzusammeln. Das mache ich dann noch. Ja.
spring da jetzt einfach rüber. So. Gehen wir hier lang. Bin mir immer noch nicht sicher, wie viele Leute da noch sind. 4 von 10 Pilzen. Auch diese Quest müsste ich eigentlich noch machen. Aber naja. Ach, hier, er hier. Okay. Der Friede sei dir gewährt. Na gut. Nehme ich dich nicht mit. Gehen wir rein, gehen wir rein, gehen wir rein. Ich habe zwar noch nicht alle Pilze gesammelt, aber egal. Ich habe es euch versprochen, dann gehen wir auch rein. Okay, wo sind wir hier jetzt gerade? Warum ist das? Oh! Käfige. Wölfe. Wie die im Wald. Werden hier gezüchtet. Oh, die tun mir richtig leid. Oh nein, das geht gar nicht. Das ist ja wie mit den Menschen, die eingesperrt waren. Warum machen die das? Brenn das ab. Ist mir scheißegal. Ja, brenn doch mal. Ach, das muss ich benutzen. Nee, das geht gar nicht mit den Wölfen da unten. Das finde ich scheiße. Richtig scheiße. Mega scheiße. Und wenn ich die einfach nicht befreien kann, weil dann würden sie Lara wahrscheinlich auch voll killen, dann ist mir egal. Dann ist mir egal. Hallo, kannst du mal runter? Oh ja, das ist halt doch blöd. Das tut mir voll leid. Aber ich will nicht, dass die hier drinnen so leiden. Das finde ich schlimm. Ich meine, was ich hier mache, ist auch schlimm, ne? So ist nicht. Aber ich kann sie nicht freilassen und ich kann das Gebelle nicht ertragen. Also kein Lebewesen, weder die Menschen noch die Tiere sollten so hier in Gefangenschaft leben müssen. Echt. Alle tot? Ja. Ich würde auch den Hirsch da runterholen und den abfackeln, aber geht ja nicht, weil das ist ja wie so eine bescheuerte Barriere, echt. Sowas Beklopptes. Boah. Wer baut denn sowas? Die sind so irre hier, ganz ehrlich. Voll die irre Insel. Naja, was soll man dazu sagen? Ist hier noch irgendwas? Ach, ein Geo. Habe ich übersehen. Das Set ist komplett, das ist ja schön. Okay. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Thank you.
kommen wir denn bloß hin? Voll der Vogelsturm. Wo die Vögel hingehen, geht's doch meistens raus. Will ich schon raus? Da hinten ging's doch auch lang. Ich will wissen, was hier ist. Wo kommen die Vögel her? Nirgendwo. Gibt's hier nichts? Tja, dann folgen wir den Vögeln hinaus. Aktuelle Position, Barackenstadt. Krasser Ausblick. Und es brennt da auch voll. Hier können wir runter. Ist hier irgendwas, bevor ich hier runterschlitter? Keine Ahnung. Bist du da, Lara? Alex! Ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Ja, wir passen auf uns auf, denn wir sind ja hier auch in einer komischen Gegend irgendwie. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir im nächsten Part weiter mit Tomb Raider und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.